Becker hat ein neues Getränk erfunden. Ich habe eben noch mal einen Aperol Spritz getrunken, aber das, was die Heike gestern gebraut hat, das hat mir besser geschmeckt. Sie hat das mit Erdbeeren garniert. Gerade kam ein älterer Herr mit dem Fahrrad vorbei und hat uns noch wunderschöne Erdbeeren verkauft. Heike hat die direkt in einen neuen Trink verarbeitet. Und heute hat sie es ein bisschen anders gemacht. Und zwar gibt es ja diesen berühmten Riga Black Balsam, diesen Kräuterlikör. Und jetzt hat die Heike den gestern schon mit Sekt gemischt, was wir auch gerade tun. Da ist allerdings jetzt nicht mehr viel übrig, das müssen wir die andere Flasche nehmen. Hat, klar, Eiswürfel gehören natürlich dazu, wie beim Aperol Spritz auch. Kommt noch Zitrone dazu und du hast noch was anderes da reingetan. Ingwer dabei. Hatte ich gestern auch drin. Und was jetzt klassischerweise zu unserer Erfindung gehören sollte, was wir aber nicht haben, es sind Johannisbeeren. Schwarze. Ne? Schwarze Johannisbeeren, weil das ist ja auch ein schwarzer Johannisbeer-Likör. Bitterlikör, der ist ein bisschen bitter. Ne? Ein Bitterlikör. Das muss man grundsätzlich wissen. Ja, wenn, wir haben wenn, noch heute noch einen Schuss Schweppes reingetan und ein bisschen Ingwer, das ist wichtig. Ja. Und heute habe ich in der Mangelung der Erdbeeren das einfach mal mit Zitrone ausprobiert. Also es ist dann wieder eine neue Variation vom Riga Black Balsam Spritz. Also mit Sekt gemischt und dann kann man eben auch noch Erdbeeren oder anderes Obst da reintun. Solltet ihr mal probieren, wobei es nicht so einfach ist, wahrscheinlich hier an den Riga Black Balsam ranzukommen. Nur ich finde, es lohnt sich. Ne? Ja, in Deutschland nicht. Hier in Deutschland, hier gibt es den überall. Ja, hier, aber in Deutschland kannst du es knicken wahrscheinlich. Aber im Internet kann man den bestellen. Vielleicht, ja. Also diese Kombination gehört uns. Patent anmelden. Und? Super. Und vor allen Dingen schmeckt es viel besser als ein Aperol Spritz. Warum besser? Es ist ein bisschen spritziger. Es hat eine eigene Note. Nein, es hat diese Johannisbeernote. Ja. Und diese Aperol hat ja einfach nur irgend so eine Bitternote, die so ein bisschen süß hinten raus ist. Und das ganze Ding ist ein bisschen spritzig und ist rot. Mhm. Und hier, das hat einen richtigen... Es reizt die Geschmacksknospen, weil man überlegt, was es ist. Und jetzt übertreibt man nicht. Wir hätten aber bevor, wir hätten dann vorher jetzt als Patent anmelden sollen. Ja. Jetzt nicht als Kiffis also Leben im Wohnmobil veröffentlichen, sondern wir hätten das erstmal. Also ich habe die Regana nicht verstanden oder die Riga. Überall gibt es Aperol Spritz, weil es jetzt ein Modegetränk ist. Dabei haben die wirklich auch einen Kräuterbitter, was der Aperol auch nichts anderes ist. Ja. Und die haben Sekt aus Riga, den ich im Supermarkt entdeckt habe. Ja. Und dann verstehe ich die Leute dort nicht, dass sie da nicht einfach ihr eigenes Getränk haben. Ja, niemand ist so kreativ wie die Heike. Ach ja, ich bin einfach nur gut.